Heute geht es, und wir können uns die erste Folie anschauen, geht es um Gott als Vater. Als einen Vater, der uns entgegenkommt und der uns Freiheit geben will. Und ich lese aus Lukas 15 die ersten drei Verse und dann weiter ab Vers 11. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und der isst sogar mit ihnen. Deshalb erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ab Vers 11 weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Anteil meiner Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenig später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und er vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war und als sein Vater ihn kommen sah, voller Mitleid, lief der ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Da rief er einen Diener herzu und erkundigte sich, was ist denn da los? Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der das Geld mit Prostituierten durchgebracht hat und du schlachtest es ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Eine Geschichte mit drei Personen, dem Vater, dem jüngeren Sohn und dem älteren Sohn. Und diese Geschichte, dieses Gleichnis beschreibt uns
auf der einen Seite das Verhältnis, was Gott zu uns hat, und auch das Verhältnis, was wir zu Gott haben können als Menschen. Schauen wir uns einmal den Vater genauer an. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier mit dem Ding geht, ob ich das hinkriege. Ich krieg's nicht hin. Macht ihr es mal von Technikpult aus. Das macht mal das nächste Bild. Ja. Ich weiß nicht, was du für einen Vater hattest. Manche hatte gar keinen Vater. Mein Vater und meine Mutter haben nie ihren Vater kennengelernt. Wir sind eigentlich mit meiner Generation die großvaterlose Generation. Die Psychologen haben festgestellt, dass das auch Auswirkungen hat. Und für viele gibt es keinen Vater, weil der Erzeuger, der da ist, ist nicht zum Vater geworden. Entweder hat sich verdünnisiert oder hat nie diese Rolle ausgefüllt. Ihr Väter, es ist so wichtig, dass wir Väter sind. Das ist eine so bedeutende, wichtige Sache, Vater zu sein. Aber ebenso wichtig seid ihr Mütter. Auch Mutter sein ist unwahrscheinlich wichtig. Die Bibel kennt Gott nicht nur als Vater. Hier in der Geschichte wird er als Vater beschrieben, weil der Vater damals eine andere Rolle hatte als heute ein Vater. Viel bedeutender. Der Vater war rechtsfähig, die Mütter meistens nicht in dem Sinne. Aber auch du als Mutter, und vielleicht hast du auch eine Mutter gehabt, die keine Mutter war, die dich zwar geboren hat, aber die aus irgendwelchen Gründen es nicht geschafft hat oder nicht wollte, weil Sucht in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat oder weil sie dich verlassen hat, weil sie einem anderen Mann hinterhergerannt ist. Du bist allein mit dem Vater aufgewachsen. Ich kenne aus der Seelsorge viele, viele solche Geschichten. Und die sind erschreckend und sie sind traurig und die zerreißen einem das Herz. Da ist so viel Not und so viel Elend unter uns in unserer Gesellschaft, gerade aus diesem Grund, weil Väter und Mütter nicht in ihre Rolle hineinfinden. Und nun meine ich nicht, dass du perfekt sein musst als Vater oder Mutter. Ich war nie der perfekte Vater, aber ich war ein Vater für meine Töchter. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass hier Lukas uns dieses Gleichnis beschreibt? Gott ist ein Vater, ein liebevoller Vater. Und dieser liebevolle Vater, der verurteilt nicht, der steht nicht hinter dir und achtet auf deine Fehler. Der ist nicht wie deine zeternde Mutter, sondern der ist voller Liebe. Einige haben ja Erfahrung, merke ich gerade, wenn ich so etwas sage. Ich bin dankbar, ich habe tolle Eltern gehabt, leben beide schon beim Herrn. Aber ich kann das nur aus der Seelsorge erzählen, was ich bei anderen mitbekommen habe. Gott ist nicht so, voller Liebe. Er macht dem Jüngeren, der da wirklich einen Bock schießt nach dem anderen, er macht ihm keinen Vorwurf. Gott macht dir keine Vorwürfe. Er rollt dir einen roten Teppich aus. Er macht dir Angebote. Er ringt um dich. So ist Gott. Und er sagt auch klar, was Sache ist. Wir lesen ja, der Jüngere hat seinen Erbteil gefordert und in unserem Hinterkopf denken wir manchmal, der Jüngere ist aber frech, der erklärt den Vater für tot und der Ältere ist aber ein Artiger. Nein, der Ältere bekommt genauso den Anteil. Gott schenkt reichlich uns als seinen Kindern. Hör auf, an einen geizigen Gott zu denken, an einen strafenden Gott zu denken. Dieser Gott ist voller verzeihender Liebe, voller inbrünstiger Liebe zu dir. Und eine Sehnsucht hat er nach dir. Diese Sehnsucht hat ihn bis ans Kreuz getrieben, bis auf diese Welt, bis zu uns. Er hat das Letzte gegeben, sich selbst, damit wir zurückkommen können. Und das ist grandios. Ich bin davon immer wieder begeistert. Und zugleich leidet Gott an unserem falschen Denken von ihm. Es macht ihm Probleme,
dass wir ihn so falsch einschätzen als Menschen. Was wird in dieser Welt nicht alles über Gott gedacht? Es ist zum der schüttelsten Hund samt der Hundeidee. Ja. So schlimm ist das. Von den beiden Söhnen, von uns Menschen und manchmal auch von uns Christen. Was höre ich da für Sätze, die mich erschrecken, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was die Erfahrung von Menschen ist, nur weil sie Projektionen ihrer eigenen Erfahrungen auf Gott machen. Wenn du heute hier in diesem Gottesdienst oder am Livestream sitzt und du projizierst solche Dinge, die du erlebt hast auf Gott, dann sage ich dir heute, beende das. Begegne Gott neu. Lass ihn an dich ran. Es wird dir helfen. Erst Liebe, er lässt es dem Demütigen gelingen, dem Hochmütigen natürlich, dem, der stolz ist, der nicht zur Umkehr bereit ist, der nicht bereit ist, auch eigenes Versagen anzuerkennen und Gott hinzuhalten, da hat Gott keine Chance. Und Gott kommt uns entgegen. Das ist mir in diesem Text so aufgefallen. Da hat dieser Typ doch alles verbraucht und alles in Sand gesetzt. Hat völlig versagt, komplett versagt. Und der kommt, ist auf dem Weg und der Vater sieht ihn von Ferne kommen und läuft ihm entgegen. Gott kommt dir entgegen. Und dann ist der ältere Sohn, der ist stinkig bis zum geht nicht mehr. Zorn, Wut. Wie kann Gott den lieben? Was macht der Vater? Für orientalische Verhältnisse geht gar nicht. Der geht da raus. Der geht zu dem Sohn. Der lässt sich ja nieder. Er als der Hausherr, der Große, der Chef. Er geht raus und holt diesen stinkig zornigen Sohn und überredet ihn, hereinzukommen. In dieser Geschichte gibt es zwei Bekehrungen. Die erste des Jüngeren und die zweite des älteren Sohnes, dass er dann doch mit zum Fest reinkommt. So ist Gott. Gott will uns in Freiheit hineinrufen und er eröffnet uns die Freiheit und er ist so entgegenkommend. Beerdige dein Bild von einem Gott, der dir nur zornig entgegenläuft und der dir nichts gönnt und der nur darauf achtet, dass du Fehler machst. Das ist nicht unser Gott. Schauen wir uns die nächste Folie an, den jüngeren Sohn. Er bricht aus, er sucht das Neue. Das Bekannte ist uninteressant, das habe ich alles schon mal erlebt. Es ist so eher das Bild eines aus christlichem Elternhaus, religiösem Elternhaus kommenden Menschen, der das alles kennt, aber dem das alles zu eng und zu langweilig ist. Und die Verlockung des Fremden, des Neuen ist stärker. Weil ein Bild da ist, dass dieser Vater mir nichts gönnt, dass dieser Vater mich einschränkt, dass Christentum etwas ist, was Enge und Langeweile mit sich bringt. Und man hat gar nicht begriffen, was für eine Fläche von wohligen, guten Dingen, von Abenteuer pur in unserem Glauben drin ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass das Leben als Christ etwas so Fantastisches, Tolles, Herrliches, Abenteuerliches, voller Spannung. Das will man sich nicht vorstellen und kann es sich nicht vorstellen. Und deswegen sucht man es woanders. Es ist mir zu eng, ich kann es besser. Und ich will mich selbst beweisen. Selbst ist der Mann und die Frau. Man meint, bei Gott könnte man das nicht. So ist der Jüngere unterwegs, weil er ein falsches Bild vom Vater hat, weil er den Vater nicht kennt, keine Lust, keine Freude aus Gott erlebt. Ich kenne dieses Christsein, bevor ich Christ geworden bin. Das hing auch ein ganzes Stück damit zusammen, dass manche Christen dieses Bild vermittelt haben. Mit ihrem Leben, mit ihrer Enge, mit ihrer Gesetzlichkeit, mit ihren erhobenen Zeigefingern. Bis ich begegnete Menschen, jungen Menschen, die aus dem Heiligen Geist, aus dem Feuer, aus dem Wind, aus dem Regen, was haben wir alles gesungen, ja?
die daraus lebten. Und ich auf einmal merkte, da ist was anderes möglich. Nicht dieses, du sollst, du darfst und das wehe, sondern da ist eine Freiheit, eine Kreativität, ein ganz neues Leben, etwas, was Freude und Inspiration gibt. Und dann passiert das Schockierende. Aus dem christlich Anerzogenen wirst der christlich Unerzogene. Er steigt aus. Es gibt Menschen, die steigen äußerlich aus der Gemeinde aus, aus der Gemeinschaft der Christen. Es gibt welche, die steigen innerlich aus. Die sind heute noch hier. Vielleicht bist du schon ausgestiegen und hast so deine Felder dir gesucht. Du bist hier im Gottesdienst, aber da gibt es noch andere Dinge, die dürften wir gar nicht wissen. Du denkst, dort die Freiheit zu finden und das, was dir bei Christus und beim Vater nicht gegeben ist. Du bist auf dem Holzpfad und die Bretter sind morsch. Irgendwann brichst du ein. Und je länger du auf diesem Weg gehst, umso eher rutschst du in den Sumpf. Nein, er fordert sein Erbe, er will es selber wissen. Er packt seine Schecke und stellt sein Leben auf die eigenen Füße. Und dann fällt er tief. Für einen Juden bei den Schweinen unmöglich. Er ist ganz weit weg vom Vater. Warum? Weil er es selber gewollt hat. Und es kann sein, dass du Gott davongelaufen bist. Es kann sein, dass du dich innerlich verabschiedet hast. Ja, vielleicht ist noch so ein Rest von gut bürgerlichem Leben in dir, was man christlich auch manchmal nennt, aber es verwechselt mit christlichem Leben. Und du haust vom Vater ab. Aber du kommst an einen Punkt, wo du merkst, jetzt muss ich etwas tun. Entweder weiter in den Abgrund oder wieder zurück zum Vater. Und das ist das Grandiose bei diesem Jüngeren. Dieser Jüngere entscheidet sich dafür, ich kann umkehren. Ich kann ein neues Verhältnis mit Gott, dem Vater, beginnen. Das ist möglich. Aber er demütigt sich und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Er sagt nicht, also Gott, wie konntest du das nur zulassen, dass ich hier in den Dreck bei den Schweinen bin? Oder wieso ist mein Bruder daran schuld? Und wir finden dann immer irgendwelche Schuldigen. Aber das ist hier nicht das Thema. Er erkennt, ich habe mich in diese Situation gebracht. Und ich denke, es ist manchmal gut, dass wir uns da an dieser Stelle auch ehrlich machen und sagen, ja, aber nicht dabei stehen bleiben und in eine Depression verfallen und sich selbst bedauern, sondern den ersten Schritt zu wagen und loszugehen und sagen, ich will wieder zu Gott zurück. Ich habe eine negative Erfahrung gemacht. Ich habe wirklich bei den Schweinen gesessen und mein Magen hat nicht mal die Schoten essen dürfen, die die Schweine essen. So dreckig geht's mir. Aber ich darf zurückkommen. Ich darf wieder zu Gott kommen. Ich weiß, ich ahne, ich hoffe, da ist ein Gott, der mich zurücknimmt. Und dann geht er los und er erlebt die Zeichen der Autorität. Er bekommt das Festgewand zurück. Ist das grandios, ja? Das Bild taucht ja in der Bibel immer wieder auf. Paulus spricht von dem Kleid, das Alte, was wir ablegen sollen, was die Sünde und den ganzen Quark da betrifft. Und wir sollen anziehen das neue Kleid als Auserwählte, als Kinder Gottes. Hör mal, fang an, anders zu denken. Tu endlich deine Minderwertigkeitsgefühle nach hinten schieben. Gib ihnen einen Tritt, ja? Und ziehe das neue Kleid an, die neue Bestimmung, in der du als Kind Gottes leben darfst. Identität in Christus, Identität im Vater. Ich brauche mich mit dem Schmutz meiner Vergangenheit nicht mehr herumzuschlagen. Jesus hat sie ans Kreuz genagelt, meinen Dreck, mein Versagen, meine Schuld. Und das geschieht, als er zum Vater geht und ihm das beichtet und sagt, ich bin nicht wert, weil ich gegen den Himmel, damit gegen Gott und gegen dich gesündigt habe. Du hast vielleicht gegen Menschen und damit auch gegen Gott gesündigt. Ja,
Das ist nicht schön, das ist nicht nur so mal ein Versagen, sondern das ist eine handfeste Geschichte. Aber die muss doch nicht dein Leben von jetzt an bestimmen. Da gibt's Vergebung bei Gott, da gibt's einen Neuanfang, da gibt's die Möglichkeit, ein ganz anderes Leben zu leben. Davon schreibt Paulus immer wieder, wenn er vom Ausziehen des Alten und Anziehen des Neuen spricht. Und dann kriegst du einen Ring. Also viel größer als mein Ehering, also ein Siegelring war das, so, der dir Geschäftsautorität gibt. Du darfst wieder Verträge schließen. Du bist wieder eine würdige Person. Geschäftsfähig sein. Für Gott aktiv werden, Mitarbeiter werden. Da steckt so viel drin, allein in diesem Bild. Ich weiß nicht, ob du deinen Ring in die Schatulle geworfen hast oder ob du den gebrauchst, ob du als Mitarbeiter unterwegs bist, ja? Vorspann für heute Nachmittag. Und dann kriegt er Sandalen. Der Ring war auch ein Ausweis, der Türen öffnet und dem Gegner zu widerstehen. Du hast den Ring gezeigt und da mussten die Feinde gehen, weil sie Angst hatten, weil sie wussten, hinter dir steht noch eine ganze andere Macht. Dann die Sandalen, ein Zeichen der Annahme. Der Sklave lief barfuß. Das Kind hatte Sandalen. Also wir merken, hier ist also ein riesengroßer Unterschied, den wir entdecken können. Also weg mit der Litanei unserer ungeistlichen Minderwertigkeitsgefühle. Selbst wenn du in Sünde warst, er will dich reinwaschen, wie schneeweißes Leinen. Ja, so. Der ältere Sohn, nächste Folie. Auch der hat sein Erbteil erhalten wie der Jüngere. Er hat es nicht zu Geld gemacht, sondern er hat es bei seinem Vater belassen. In gemeinsamen Besitz mit dem Vater. Eigentlich ist er der Anständige, der Mustersohn. Man könnte ihn so für den Repräsentanten des guten Christseins halten. Eigentlich war er doch top, war er doch gut. Treu, immer dabei, immer der Erste. Und ein treues Gemeindemitglied, also sowas, was uns Leitungsleuten gefällt. Aber er hatte kein Feuer im Herzen. Innerlich war er erkaltet. Innerlich hat er auch seinen Vater nicht mehr als Vater gesehen. Und er endet im Vorwurf gegen den Vater: Mir hast du kein Fest ermöglicht. Das ist ein harter Vorwurf. Und die Ursachen dieses Vorwurfs sind, er verstand sich als Knecht und nicht als Kind. Lieber Christ, wenn du dich nicht als Kind, sondern nur als Diener, als Sklave verstehst, ist es dringend nötig, dass du dich ganz neu dem Vater in die Arme wirfst. Dass du ganz neu anfängst, dem Vater dein ganzes Leben auszuliefern und zu sagen, hier bin ich, ich bin dein Kind. Er spricht den Vater nicht als Vater an. Du findest nirgendwo im Text, dass er ihn als Vater anredet. Der jüngere Sohn spricht ihn als Vater an. Er nicht. Für ihn ist er der Chef. Wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, sagt Paulus, sondern einen kindlichen. Wenn du es noch empfindest, dass Gott dich knechtet, hast du Gott noch nicht richtig erkannt, dann bist du noch nicht von seiner Liebe überwältigt worden. Dann hakt irgend noch was in deiner Seele, in deinem Herzen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber dann brauchst du diese Begegnung mit dem Vater, mit dieser unendlichen Liebe. Und es kann passieren, du fängst an zu lachen, zu weinen. Du hast ein Gefühlschaos, aber ich wünsche dir, dass du das erlebst. Und ich wünsche uns, dass wir es öfters mal erleben, dass Gott uns so berührt. Dass diese Liebe Gottes zur Welt und zu den Menschen uns packt. Und er vergleicht sich mit dem Bruder. Da ist Neid da. Da sind unerfüllte, ungesagte Wünsche und Erwartungen, die hochkommen. Und er schreibt dem Vater vor, wie der sich zu verhalten hätte. Und das, was er nicht gemacht hat. Er sucht die Dinge, die negativ sind. Und er tut das wie die Pharisäer, wenn die schwierigen Leute bei Jesus sind. Genau das passiert hier. Genau das machen wir als Christen, wenn wir auf andere Leute schauen, die Gott trotzdem liebt. Und manchmal denken wir, liebt er die vielleicht mehr als uns Christen?
Er ist gefangen in seinem Leistungsdenken. Wie viele Jahre diente ich wie ein Sklave dir? Boah, das ist ein Satz. Gehorsam und Leistung müssen doch belohnt werden. Das ist doch richtig so in dieser Welt. Was macht Gott? Er gibt dem Arbeiter, der zuletzt kommt, denselben Lohn wie dem, der zuerst kommt. Gott hat andere Maßstäbe, wir müssen uns daran gewöhnen. Und er sagt, Kind, interessant ist, dass er ihn mit Kind anspricht. Da steckt im Grunde mein Kind. Du bist nicht Sklave, du bist Kind. Er stellt klar, welche Position ich habe. Und er redet ihn mit Kind an, du warst die ganze Zeit bei mir, es gehört dir alles, was ich habe. Warum feierst du nicht? Warum freust du dich nicht an dem, was ich dir bin und was du und ich, wir gemeinsam haben? Warum nimmst du das nicht? Also das ist schon eine starke Sache. Hier kommt ein Leistungsdenken in Konflikt mit einem Denken der Beziehung, der Liebe. Gott will Beziehung, nicht deine Leistung. Und das ist der Unterschied, den wir als Christen gegenüber vielen anderen Religionen haben, dass wir sagen, es geht um Beziehung zu Gott und nicht um Einhalten nur von irgendwelchen Dingen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. Vielleicht bist du in diese Leistungsfrömmigkeit reingerutscht. Vielleicht hast du gemerkt, dass in deinem Leben Verletzungen sind, die einfach daraus resultieren, dass du keinen Vater hattest oder einen Vater, der kein Vater war. Oder eine Mutter, die keine Mutter war. Oder du hast Verletzungen erlebt, wo Dinge passiert sind, die einfach unmöglich sind. Was wir in dem Bereich auch des Missbrauchs, ab geistlichen, körperlichen, was es da alles gibt. Da hast du sowas ganz Schlimmes erlebt. Und du brauchst Heilung. Du brauchst das Berührtwerden durch die Liebe Gottes. Väterlich oder mütterlich. Gott ist beides. Und da rede ich jetzt nicht im Feminismus das Wort, sondern ich will dich versammeln wie eine Henne. Henne ist weiblich, wissen wir, ihre Küken. Ja. Also wir tun hier keinem feministischen Fruchtbarkult die Tür öffnen. Ja, also, aber Gott ist beides. Gott ist beides. Er begegnet uns väterlich und auch mütterlich. Er begegnet uns ganz stark.